Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Die Ereignisse der aktuellen ereignisreichen Zeit überschlagen sich. Aktuell kommen täglich ständig neue Adventskalender raus. Die versuche ich dir grundsätzlich top aktuell zu präsentieren. Deswegen gibt es auch aktuell ziemlich viele Videos bei mir auf dem Kanal. Vor allem dann auch teilweise mehrere Videos am Tag. Also wenn es dir zu viel sein sollte, es tut mir leid. Aber du kannst es ja nach und nach dir anschauen. Es werden demnächst auch wieder andere Videos kommen. Also ich habe noch einiges im Petto. Meine Fullface-ABC-Reihe geht natürlich weiter. Und ich habe auch noch natürlich einige andere Testvideos und so weiter für dich. Aber ich möchte immer wirklich versuchen, auch top aktuell zu bleiben und dementsprechend dir genau das zu zeigen, was halt gerade so los ist. Und ja, was ist gerade los? Was war gerade los? Die Glow. Ich habe mir bei dm.de die 4 Boxen für jeweils 10 Euro bestellt, weil die liebe Vanni hat mir eine Nachricht geschickt, eine WhatsApp, und hat geschrieben, Claudi, hast du schon gesehen, die Boxen sind online. Ich bin ja sehr traurig, dass ich dieses Jahr leider nicht mit zu Glow konnte. Ich habe leider kein Ticket bekommen und man wollte mich auch nicht irgendwie anderweitig dort haben. Also ich hatte auch Firmen angeschrieben und gefragt, ob sie mich nicht mitnehmen wollen, aber keiner wollte mich mitnehmen. Einfach mal ein bisschen Mitleid, oder? Nein, also ich hätte mich sehr gefreut. Ich wäre auch sehr, sehr gerne mit Jana zusammen dahin gefahren. Jana. Der Name verwirrt mich gerade. Also White Swan Beauty, ne? Eigentlich hatten wir vor, da zusammen hinzufahren und ja, hat leider nicht sein sollen. Vielleicht nächstes Mal. Aber um mir ein bisschen Glow-Fieber hier mit auf meinen Kanal zu holen, habe ich mir dann bei DM tatsächlich die 4 Boxen bestellt und will sie mit dir zusammen aufmachen. Langes Vorgeplinkel. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin befindet und gegebenenfalls das ein oder andere Produkt mal auszutesten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vielleicht gibt es auch eine Verlosung. Hast du dann ja wahrscheinlich schon gesehen, ob es eine gibt oder nicht. Ich denke schon. Ihr kennt mich. Es wird eine geben. Und ich werde einfach mal alles hier aus den Boxen auspacken und bin sehr, sehr gespannt. Ja. Also, die jetzt nur so in die Kamera zu zeigen, fände ich jetzt auch ein bisschen öde, weil das kannst du ja genauso gut auf der DM-Homepage sehen. Deswegen werde ich doch das ein oder andere Produkt zeigen, verwenden und so weiter. Und ich möchte einfach mal anfangen mit der Get the Water Box. Get the Water Glow Box. Genau, also ich finde das Design der Boxen übrigens ultra schön. Ne? Also das gefällt mir richtig gut. Und ich habe halt noch nicht reingeguckt, das heißt, ich muss den Klebi aufschneiden. Ich kam heute nach der Arbeit nach Hause und ja, da war das Paket für mich angekommen und ja, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich, was drin ist, aber ne? Ja, wir gucken jetzt zusammen rein. Hier gibt es immer so ein Kärtchen wohl drin. Hier steht drauf, pst, es gibt was zu gewinnen. Und zwar, wenn du hier dein Unboxing-Moment auf Instagram postest, dann kannst du eine DM-Geschenkkarte gewinnen. Einmal 100 Euro, einmal 50 Euro, einmal 25 Euro. Weißt du, bei sowas gewinne ich eigentlich nie. Aber das ist auch nicht schlimm, ne? Also ich werde es versuchen. Du wirst meinen Post auf Instagram sehen oder meine 4 Postings sind ja eigentlich viel mehr, ne? Und ja, die Boxen sind ganz schön aufgebaut. Du hast dann hier im Deckel die Produkte stehen. Da stehen, glaube ich, auch irgendwo, genau, hier unten drunter stehen auch Preise. Das heißt, die kann ich dir entweder einblenden oder nennen. Genau, die Boxen haben jeweils 10 Euro gekostet, sollen jeweils einen Warenwert von ungefähr 20 Euro haben. Wir gucken mal. Ich sehe hier als allererstes natürlich meine allerliebste Lieblingsmaske. Ich werde das so machen. Also, ich werde gleich am Ende sagen, welche Produkte du gewinnen kannst. Ich werde 5 Produkte raussuchen, die du aus diesen Boxen gewinnen kannst. Einen Teil werde ich testen und dementsprechend behalten. Und ein Teil wird aufbewahrt für kommende Verlosungen. Ich habe da eine ganz, ganz große Verlosung vor. Ich kündige es ja schon immer mal wieder an. Ich habe da was in Planung und ja, möchte dich dann halt nochmal umso mehr glücklich machen. Und ja, diese Maske muss ich jetzt nicht mit dir testen. Ich kann dir sagen, sie ist wundervoll. Ich stehe drauf. Ich finde es toll, wie sie Feuchtigkeit spendet. Sie sitzt bei mir optimal. Ich habe die auch mit dir zusammen in meiner Abendroutine getestet, die exakt jetzt, während ich dieses Video drehe, online gekommen ist. Deswegen, ja, eine schöne Maske kann ich dir empfehlen. Ja, dann Kneippbade, Kristalle, Tiefenentspannung, Patchouli und Sandelholz. Das hatte ich letztens in der Box mit drin. Das heißt, ja, brauche ich jetzt kein zweites Mal, ne? Und ja, ist schön, ist mit dabei. Dann, die werde ich behalten.
von L'Oreal, die Paradise Ecstatic in Waterproof. Und damit hast du so ziemlich genau den Boxenwert raus, weil die kostet, glaube ich, 9,95. Genau. Die ist jetzt hier auch schon ein bisschen aufgemacht. Also die hätte ich dir sowieso ungern in die Verlosung gepackt, muss ich gestehen. Und das ist halt die... Ich sage das und immer mit so einem langen O. Oh. Das heißt nicht und, das heißt und. Und das ist die wasserfeste Variante der Paradise Ecstatic Mascara. Die Paradise Ecstatic Mascara finde ich umwerfend toll. Das Design von der Waterproof Mascara finde ich extrem ansprechend, weil ich stehe auf Türkis. Ich finde es wundervoll. Ich habe eine Freundin, die ist so Türkis verrückt. Die hat sogar geheiratet mit türkisem Teppich und türkisem Sekt. Also das ist der Wahnsinn in Tüten gewesen. Ja, also die sieht exakt aus wie die Paradise Ecstatic und ist dann halt einfach mit einer wasserfesten Formel. Und das ist dann entsprechend auch ganz gut. Die riecht halt auch wie die ganz normale Paradise Ecstatic. Da freue ich mich sehr drauf, die zu benutzen. Ultra geil. Die kannst du gut benutzen, wenn du dann zum Beispiel, ja nicht beim Sport, aber wenn du halt feiern gehst, wenn du länger wegbleibst, ne, dann sind die wasserfesten Varianten ja immer einfach etwas haltbarer. Oder du wendest sie am unteren Wimpernkranz an, wenn du zum Beispiel etwas tränende Augen hast oder so. Geil. Ich freue mich darüber sehr. Also das ist quasi mein Highlight dieser Box, ne? Dann habe ich hier eine Balea Hydro Serum Milch Aqua mit Hyaluronsäure, leicht wie ein Serum, pflegend wie eine Lotion. Ja, die ist zugeklebt hier unten. Das finde ich übrigens sehr interessant, ne? Ja, so schaut sie aus. Da hat DM quasi die Verpackungsart von uns YouTube-Menschen übernommen, die Tauschpakete verschicken. Weil sowas hatte ich noch nie bei DM gesehen, dass die so ein Klebi da drauf gemacht haben, muss ich mal kurz sagen. Aqua. Oh, die riecht wirklich, als würde sie dich mega pflegen. Leicht aquatisch, pudrig, angenehm, wirklich angenehm. Ich weiß gar nicht, trockene bis normale Haut, womit die dann sein soll. Zieht schnell ein, das finde ich immer sehr, sehr freundlich. Steht hier jetzt nicht drauf, mit was das sein soll, also was da quasi den Geruch ausmachen soll. Ne? Ist auf jeden Fall sehr passend für die Aquabox. Oh, dann doch etwas mehr. Dann habe ich hier noch einen richtig geilen blauen Nagellack von Essence Shine Last and Go. Shine Last and Go, genau. Ich wollte gerade Gold sagen, weil ich habe dieses Gold und Rot und Tüdelü alles in meinem Kopf von diesen ganzen Adventskalender-Unboxings. Ich muss ja die ganze Zeit umswitchen. Das ist gar nicht so einfach in meiner Rübe manchmal. Das ist die Farbe 31 Electric mit ganz viel Is. Use a Base Coat. Also du musst quasi am besten darunter einen Base Coat machen. Solltest du bei farbigen Lacken sowieso, also ich mache das hier bei solchen zum Beispiel auch immer sehr gerne, da benutze ich zum Beispiel von Essie diesen Ballet Slippers. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Base Coat, das ist eigentlich eher so ein Nagellack, der aussieht, als wären deine Nägel milchig eingefärbt. Aber das bewahrt die Nägel davor, sich zu verfärben. Wenn du zum Beispiel so blauen oder grünen Nagellack nimmst, so, ich benutze ja viel diese bunten Lacke, ne? Also das hier wäre eigentlich 1A meine Farbe, aber ich habe so ziemlich die gleiche Farbe von Sally Hansen, glaube ich. Ich muss mal eben gucken. So ein Blau habe ich tatsächlich schon. Ne? Ist nice. Nice, nice, nice. Und dann haben wir als letztes Produkt in dieser Box von Nature Box Meeresglück. Ach, schön. Ein Pflegeshampoo Limited Edition für schwerelose Pflege und fühlbare Geschmeidigkeit. Diese Flasche besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Nice. 50% davon ist sogenannte Social Plastik. Gesammelt an Strand und Land. Das finde ich freundlich. Das ist richtig freundlich. Ja, solche Sachen kann ich halt jetzt gerade echt schwer benutzen, ne? Ich würde ja gerne was testen, aber irgendwie hatte ich irgendwie im Kopf, dass da mehr zum Testen drin ist. Wobei ich gleich eine Bodylotion mal testen könnte. Auch wieder zugeklebt, ne? Das. Die Welt ist im Wandel, man wundert sich. Oder wie ist es hier paddelig oben drauf? Bäh. Riecht wirklich nach Meeresglück. Hat irgendwie auch so einen Salzduft irgendwie mit dabei. Salzig, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ja, es riecht aber ganz angenehm. Also ich weiß nicht, womit das dann genau sein soll. Aber ja. Mit was für einem Öl bist du denn? Sonst steht da ja immer drauf, mit welchem Öl das sein soll. Mit Kokos soll das sein. Ja gut, ne?
Ihr kennt mein Verhältnis zu Kokos. Aber gut. Ach so, Gesamtwert der Box blende ich dich hier mal ein. Müsste aber auch so ungefähr 20 Euro sein. Box Nummer 2 nehmen wir doch mal genau das Gegenteil, also Feuer. Feuer ist hoffentlich irgendwas Warmes, Rottöne, vielleicht ein Blush. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Ich habe die einfach so bestellt, ne? So, auch hier gibt es was zu gewinnen, genau das Gleiche. So, dann haben wir hier auch wieder was von Nature Box mit drin. Ach so, ich könnte dir auch einfach mal zeigen, wie die Box so von innen aussieht, ne? So. Genau. So. Nature Box Körpermilch, Granatapfelöl, kaltgepresstes Granatapfelöl für intensive Pflege und Schutz vor trockener Haut. Das ist das. Das ist auch wieder zugeklebt, also auch wieder eine Bodylotion. Mit Granatapfel hatte ich, glaube ich, mal das als Shampoo, wenn ich mich richtig erinnere. Riecht wirklich schön nach Granatapfel, schön fruchtig. Sehr angenehm. Ist ja eigentlich egal, wenn ich das verlose. Ich kann ja trotzdem einen kleinen Tropfen auf den Arm machen. Das heißt, ich kann die zwei Hübschen doch einfach mal vergleichen. Also mache ich mir einen Tropfen, kann ich heruntertropfen lassen, von dem Balea drauf. So schaut es aus. Riecht jetzt nicht so speziell, ne? Also das ist jetzt kein Duft, den du jetzt Ewigkeiten drauf haben wirst. Aber es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Wird so fast flüssig, wenn du das verreibst, ne? Also das ist nicht so, dass du halt so einen Weißschleier hast, sondern es wird halt direkt flüssig zu so einem Serum. Und riecht halt relativ standardmäßig, um das mal so zu sagen. Also das ist ein Duft, den halt einfach viele mögen werden. Weil das halt sehr normal riecht. Jetzt nicht irgendwie ausgefallen oder so. Und das ist halt recht schnell jetzt schon eingezogen. Ja. Also zieht schnell ein. Stimmt. Dann mache ich mir hiervon einen Tropfen drauf. Das ist nicht so flüssig. Na komm schon. Na komm schon. Zack. Ja, ich mache das sehr, sehr vorsichtig. Dann habe ich hier, das ist halt wirklich, du siehst es schon, ne? Das ist viel fester und halt auch in dem Sinne cremiger. Und dadurch hast du einen Weißschleier auf der Haut erstmal beim Einreiben. Und das wird nicht so flüssig oder so, es ist halt cremig. Und hier hast du halt wirklich einen Duft nach Granatapfel. Das ist ja halt auch etwas säuerlicher, sehr fruchtig halt, ne? Das ist ein Duft, den wahrscheinlich nicht unbedingt jeder mögen wird. Das ist dann etwas spezieller. Aber nicht verkehrt. Ja, gut. Ne? Kann man machen. So, das war das erste Feierprodukt. Dann habe ich hier eins drin. Brazilian Love, eine Duschcreme von Triacle Moon. Und das soll zu irgendwas ein Dupe sein. Von, ich glaube, Sol de Janeiro habe ich gelesen. Ja, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so mit aus. Ich hatte eine Bum Bum Cream und ich hatte in der anderen Box ein Sol de Janeiro, diese Coco-Geschichte, was ich aktuell tatsächlich als Bodylotion verwende. Die Düfte sind sehr intensiv, aber ich mag sie sehr gerne. Das riecht irre gut. Brazilian Love Triacamo. Ist das dieses Tube zu diesem Bum Bum Brazilian Tüdelü? Wahrscheinlich, ne? Meine Haut duftet erhitzt von der goldenen Sonne. Ich lasse mich mitreißen von dem ausgelassenen Treiben, den prächtigen Farben hinein in diese überwältigende Welt. Ich mag diese Bezeichnung. Das Einzige, was ich halt bei dieser Flaschenform immer wieder bemängel, ist, wenn du es unter der Dusche benutzt, ist es immer wieder schwer, die Sachen oder den letzten Rest herauszukriegen. Dadurch, dass es halt relativ flüssig ist, funktioniert das. Wenn du da aber zum Beispiel eine Bodylotion drin hast oder eine Körpercreme, also wenn du quasi dieses Produkt in dieser Konsistenz, in diesem Gedöns hättest, würdest du es nicht wirklich rauskriegen. Das heißt, solche Flaschen muss man dann immer aufschneiden. In dem Fall muss man es nicht, weil es ein flüssiges Produkt ist, was da wirklich drin ist. Aber ne, bemängle ich immer, weil diese Flaschenform etwas unpraktisch ist und dann relativ hart. Aber ne, egal. Es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, Nagellack haben wir hier auch noch. Oh, der ist schön.
Trended Up Number One Nail Polish. Und das ist die Farbe 240 ohne Farbbezeichnung. Ja, das ist so ein richtig schönes, feuriges Rot mit so einem Schimmer mit drin. Sowas habe ich auch tatsächlich schon. Finde ich wundervoll. So ein leichter Goldschleier ist da quasi damit drüber. Macht dir wunderschöne Nägel. Ja. Habe ich den wirklich so ähnlich? Weil ich finde den. Ich finde den echt schon geil, ne? Ja, ich habe halt den neuen Ford Fiesta. Der ist sehr, sehr ähnlich, ne? Sehr, sehr ähnlich. Ich behalte den. Weil, ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Jetzt mache ich mir den einfach mal über meinen blauen Nagellack hier drüber. Menschen wundern sich manchmal, warum ich ständig verschiedene Nägel habe. Das ist, weil ich hier ständig neue Nagellacke austeste. So, den mache ich mir jetzt auf den kleinen Finger drauf. Könnte dann vielleicht lila werden. Nö. Nö, der ist so deckend, Leute. Mm-mm. Ist das eine schöne Farbe? Moment. Der ist jetzt natürlich etwas bläulich-stichig, ne, weil das jetzt hier nur eine einzige Schicht ist, die ich aufgetragen habe. Aber stell dir das mal auf den kompletten Fingern vor. Wow. Dieses Rot finde ich richtig schön. Doch, das ist klasse. Das ist richtig klasse. Kehihi, genau, sehr geil. Okay, so, das nächste ummantelt, guck dir das an, ne? Das ist immer so statisch aufgeladen und dann hängen diese Bobbles da immer dran, von Got to Be der Schutzengel, 220 Grad Hitzeschutzspray für heiße Styles. Ja, ich bin ja nicht so der Styling-Fan, ihr kennt das bei mir, ne? Ich bin froh, wenn ich meinen Bommel habe, wenn ich meine Haare offen habe oder wenn ich meinen Bommel hinten habe und dann quasi einen Seitenscheitel. Sowas wird bei mir nicht wirklich verwendet. Ich plane aber auch noch eine Haarverlosung. Da wird der dann auf jeden Fall mit reinwandern. Eine Haarverlosung. Die wird aber auf Instagram stattfinden. Also folg mir da auf jeden Fall, falls du es noch nicht tust, weil dann verpasst du auch keine Verlosung. Überall. Ich mache ganz schön viele davon. So, riecht übrigens gut. Habe ich damals auch viel verwendet vor dem Föhn. Mittlerweile gibt es aber sehr, sehr viele Leave-In-Sprühspülungen oder Sprühkuren, die auch wirklich mit einem ganz tollen Hitzeschutz sind, sodass ich halt keine separaten Hitzeschutzsprays mehr benötige, weil ich dann so kombinierte Produkte verwende. Jo. So, dann haben wir hier noch zwei Produkte drin. Das ist einmal von Manhattan der Stay Matte Liquid Lip Color. Der sieht ja schon mal ziemlich scharf aus und den möchte ich mir jetzt eigentlich ganz gerne auf die Lippen drauf machen, weil sowas habe ich noch nicht. Wahrscheinlich, weil es matt ist und ich mir matt selten kaufe, weil ich nicht so der Matt-Fan bin. Ich habe jetzt so einen nudigen Lippenstift drauf. Oh, der riecht aber auch nicht so geil, ne? Das Füßchen ist schon mal ganz interessant, also das ist so spitz vorne. Ist jetzt nicht ganz so präzise aufgetragen, ja, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch vom Finish her, der macht sehr, sehr weiße Zähne. Der, vor allem, ne, der Liquid Lipstick, doch, das ist ein der. Ja, ne, gefällt mir ganz gut. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Matt-Fan, aber so wie der die Zähne weiß macht, finde ich gerade ziemlich krass. Aber gut, ja, ne, nett. Kann man wo machen, das ist die Farbe, hält, ach so, bis zu 24 Stunden halt kussfest. Ui, mal gucken. Ich glaube es nicht. Okay, ja, das ist die Farbe 500 Red Y for Broadway. Ready for Broadway. Okay, ich habe es gerafft. Gut, und dann haben wir hier noch drin einen Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow von Catrice. Das ist die Farbe When in Doubt Add Glitter. Wenn du Zweifel hast, mach Glitzer drauf. Ja. Es ist eine ganz schöne Farbe. Ich bin nicht so der Fan von diesen Liquid Eyeshadows, muss ich gestehen. Deswegen werde ich den jetzt wahrscheinlich auch nicht testen. Nein, das macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Weil wenn ich den teste und nicht behalte, dann habe ich den einmal getestet und dann kommt er weg. Ist auch irgendwie doof. Nein. Da hatten wir jetzt ein paar mehr Produkte drin, ne? Aber ich denke, warenwertmäßig liegen wir schon ziemlich gleich auf. Würde ich jetzt mal sagen. Also hier auch so ungefähr 20 Euro vom Tipp her. Ja, dann gehen wir mal zu der Luft. Also das ist die Airbox. Die sieht vom Optischen her eigentlich ganz schön aus mit den Wolken. Aber wenn man sie halt so sieht, das ist halt sehr pastellig, sehr hell, sehr langweilig im Gegensatz zu den anderen Boxen, die dann doch etwas poppiger waren von der Oberfläche her.
muss man ja auch mal so sagen. Und hier haben wir den Blick in die Box. Es ist alles, es ist farblich passend zu meinem Kleidchen. Ich kann dir mein Kleid auch übrigens, wenn du möchtest, unten in der Infobox mal verlinken. Das habe ich von Amazon. Das ist halt ein Kleid, da ziehe ich eine Leggings unten drunter und habe das Ganze sehr entspannt, ne? Und ja, fühle mich damit halt einfach angezogen und wohl. Und das habe ich in 3 Farben, weil ich es liebe. Verlinke ich dir mal, wenn ich es finde. Ich habe das vor 1,5 Jahren oder so gekauft, aber ne, ist ganz geil. Auch hier kannst du wieder beim Gewinnspiel mitmachen. So, was haben wir hier drin? Volumen Forming Spray. Ohne auszutrocknen, formbares Volumen, stylen und fixieren. Das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie ein Haarspray. Sowas verwende ich ja nicht so unbedingt. Ich brauche auch kein Volumen in meinen Haaren. Mir reicht es, wenn die lang und glatt sind und runterhängen und vollkommen in Ordnung sind. Ich möchte, dass meine Haare einfach gesund aussehen und glänzend sind. Ich brauche da kein Volumen drin haben. Von Nivea ist das übrigens. Genau, dann gibt es hier von Hey Organic ein Purifying Cleansing Foam. Cleansing Foam habe ich gelernt. Okay, das ist ein Reinigungsschaum von Hey Organics. Das finde ich auch super. Das ist eine gute Marke, die so ein bisschen organisch unterwegs ist. Es ist vegan, es ist bio und natürlich. Genau. Da freue ich mich drauf, den zu verwenden. Das finde ich echt toll. Oder sie riecht sehr, sehr zitrisch. Uiuiui. Dennoch, der wird verwendet. Da habe ich jetzt einfach mal Bock drauf, weil das halt einfach, die Marke spricht mich halt einfach an, muss ich gestehen. Also das ist einfach cool. So, deswegen der behalte ich. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich von Invisibobble diese Wavers. Ja, das sind halt so Haarklammern von Invisibobble, die man sich in die Haare machen kann, um sie entsprechend zurückzustecken. Da sind 3 Stück von drin. Ich persönlich mache mir meine Haare ja nicht, deswegen habe ich dafür nicht die größte Verwendung und brauche sie jetzt hier auch nicht zu testen. Was ist das? Trend It Up Nude and Care Coat. Ist das ein Nagellack? Das sieht aber nicht aus wie ein Nagellack, oder? Was bist du denn? Dich aufdrehe, passiert dann was? Ach Gott, ja. Das ist richtig, das ist ein Base Coat von Trend It Up. Ja, das ist ja herrlich. Das heißt, zu diesem Nagellack, oh, perfekt. Habe ich jetzt einen neuen Base Coat, da muss ich nicht mehr meinen Ballet Slippers zweckentfremden, sondern kann wirklich dieses Produkt verwenden. Das ist richtig klasse. Intensiv deckende, aufbauende Nagelcamouflage mit härtendem Hexa-3-Komplex für gestresste Nägel bildet einen widerstandsfähigen, abdeckenden Schutzfilm, der Unebenheiten kaschiert, zweimal auf den Nagel auftragen. Oh, das ist aber viel. Also zweimal auf den Nagel auftragen und dann den Topcoat drüber. Das ist okay, da verschwendest du nicht so viel vom Topcoat, aber das finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Yay. Yay, brauche ich jetzt nicht verwenden, weil Basecoat, ne? Und ich habe ja schon Nägel gemacht. Macht keinen Sinn. Ja, was haben wir hier noch? Ein fixierendes Spray von Alverde. Nein, wie geil. Das ist ein Fixing Spray. Ein Make-up-Fixing Spray von Alverde. Das finde ich total super. Ja. Ich teste mich aktuell gerne durch. Das ist Hydro, also quasi Feuchtigkeit spenden. Das kann ich jetzt ja auch schon mal über mein Make-up drüber machen. Geil. Feiere ich. Okay, hier läuft gerade irgendwas. Was bist du? Ein Fliegevieh. Ey, ich werde attackiert hier. Oh mein Gott. Jetzt bin ich übrigens mit dem Nagellack an die Box gekommen. Der ist schon getrocknet. Okay, haben wir das schon mal soweit klar? Dann schütteln wir das mal. Da ist das Fliegevieh. Auf meinem Ringlicht. So. Achso, ich mache erst so. Ja, das funktioniert. Okay, es riecht etwas alkoholisch. Ja, kann man wohl haben, ne? Bin ich jetzt hydratisiert und ja, du hast Punkte am Gesicht, ne? Das bleibt nicht aus. Hier, das hasse ich hier nun mal von. Aber das ist nicht schlimm. Ja, wird getestet, eingehend, so mehrere Male irgendwie mehr. So, nicht eben mal so drauf. Egal, so, das war auf jeden Fall... da war schon wieder das Fliegevieh. Daumen hoch für das Fliegevieh, für das böse Fliegevieh. Wenn ich dich erwische, freue ich mich. So.
Davon behalte ich jetzt eigentlich relativ viel. Das sind jetzt 3 Produkte, die ich davon behalten möchte. Ne? Finde ich ganz cool. Obwohl ich die Box jetzt am Anfang nicht so ultra ansprechend fand. Hier blende ich dir den Gesamtwert ein. Da würde ich halt auch sagen, na, vielleicht ein bisschen weniger als bei den anderen. Wobei, hier hast du das von Hey Organics mit dabei. Das ist auch gar nicht so günstig. Ich denke, die tun sich da alle nicht so ultra viel. Die habe ich hier jetzt einmal geöffnet. Always down to earth. Steht hier drauf. Ach, bei den anderen hätte wahrscheinlich auch ein Spruch drin gestanden, den ich jetzt gar nicht so beachtet habe, ne? Egal. So, auch hier gibt es was zu gewinnen. Das ist ja nett. Und guck mal, da habe ich den gleichen, den ich jetzt drauf habe, nur nochmal in einem richtig schönen Schoko Latte Macchiato Braun Nude. Das ist die Farbe Noho Mocha. Genau, Noho Mocha. Mhm. Ne? Bin ich jetzt nicht so Ultra-Fan von. Ja, da habe ich lieber so ein Rot. Dann auch nochmal von Trended Up, ein Ultra Wear Nude Pen in Matt. Farbe ist auch matt. Okay, das ist ja relativ unspektakulär, aber es ist die gleiche Farbe, ne? Irgendwie. Das ist natürlich halt auch irgendwie so ein bisschen dröge. Naja, schade. Also ich weiß, dass die von Trended Up richtig, richtig gut sind und wirklich langanhaltend. Also das ist ein gutes Produkt. Ich mag nur die Farbe nicht. Also das muss ich wirklich sagen, das ist, oder? Doch, den kann ich mir gut vorstellen. Doch, den kann ich mir wirklich gut vorstellen. Oh, guck mal, der hat sogar eine richtig schöne Spitze. Den behalte ich auch. Den kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir den drauf mache und dann halt so Gold oder sowas da in der Mitte tupfe. Das macht dann auch schöne Ombre-Lips. Ja. Der ist toll. Der malt auch ganz toll. Den mag ich leiden. Ne? Ja, das ist cool. Dann noch von Luvos, sehr gut, Anti-Pollution-Maske für alle Hauttypen, naturreine Heilerde mit Seefenchel. Finde ich gut, ich kriege demnächst meine Erdbeerwoche, da kann ich sowas sehr gut gebrauchen und das wird dann auch seine Anwendung finden. Demnächst ist gut, ich denke morgen. Und ja, dann werde ich mir das ins Gesicht geben. Dann, oh, nee, Catrice Bouncy Bronzer, den hatte ich schon mal, damit kam ich leider nicht klar. Aruba Vibes heißt das, genau. Das ist halt so ein richtiger Gel-Bronzer. Das ist ein Gel, was man sich dann mit dem Finger nimmt und dann quasi auftupft und dann verteilt entsprechend. Ich mag das nicht so gerne. Ich mag nicht so gerne Blush-Sticks. Ich mag nicht so gerne Gel-Bronzer oder Gel-Highlighter. Ne? Mag ich nicht so gerne. An Highlighter-Sticks taste ich mich tatsächlich langsam mal ran. Aber sowas ist nichts für mich. Nö. Dann haben wir eine Clear-Waschcreme mit Heilerde und biogrünem Tee von Alverde Naturkosmetik. Das finde ich toll. Ja, also so Waschgels und Reinigungsprodukte für die Haut, hier steht auch unreine Haut drauf, finde ich immer sehr, sehr praktisch. Damit kann ich immer sehr viel anfangen, weil ich das auch einfach viel benutze. Ne? Also ihr habt es ja auch in der Abendroutine gesehen, dass ich tatsächlich mich erst vorher abschminke mit einem ganz normalen Augen-Make-up-Entferner und dann unter der Dusche halt solche Produkte verwende, um dann halt mein ganzes Gesicht nochmal zu reinigen und deswegen, das will ich aufgeben. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch, wenn sowas mit drin ist. Ich meine, ich habe mittlerweile relativ viele Reinigungsprodukte, aber ich verwende auch viele und brauche auch viele auf. Also das merke ich ja, ne, dass ich dann da auch den Bedarf habe. Gerade wenn das hier für unreine Haut ist, dann kann ich das dann in der Zeit sehr gut verwenden. So, ne? Kleber entfernt, meine Güte. Ach, guck mal, das ist so richtig mit. Das kann ich jetzt ja auch swatchen quasi. Ja, das ist richtig hier mit so einem Erdengedöns. Heilerde und biogrüner Tee, du ahnst es nicht. Also theoretisch müsste dann ja hier jetzt mein Lip Swatch mega gut dadurch weggehen. Aber auch nur in der Theorie, weil hier gar kein Wasser vorhanden ist. Aber so reibe ich das nur drüber. Hallo. Okay, da tut sich nichts. Abschminken ist wohl nicht damit. Ich reibe da wie eine Irre und nichts passiert, ne? Ich habe jetzt leider hier kein Mehrwegtuch. Dann nehme ich mir jetzt ein Einwegtuch. Ich wische das mal so ab. Ach doch, komm. Wenn man das so wischt, dann funktioniert das auf jeden Fall. Und normalerweise sind halt diese Lip Pencils von Trended Up extrem langanhaltend. Das wäre jetzt nicht einfach so mit Abwischen weggegangen, glaube ich. Denke ich. Mache ich jetzt mal auf eine andere Hand und mache das mal so, wie das quasi ohne den Reiniger wäre. Gehe ich dann mit dem trockenen Tuch nochmal drüber. Doch, das wäre auch mit dem Tuch weggegangen. Okay, das lag dann also nicht am Reiniger. Der muss nochmal getestet werden.
Aber meine Haut fühlt sich sehr geklärt an und möchte abgewaschen werden. Okay, so viel dazu. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was ich auch sehr interessant finde. Denn das ist die Farbe Hashtag No Planet B. Das habe ich auch schon öfters mal gesehen. Das ist eine Allzweckcreme. Genau. Das habe ich jetzt schon öfters mal gesehen. Das ist eine sehr, sehr saubere Marke, die halt wirklich versuchen, so viel wie möglich zu recyceln. Es ist zertifizierte Naturkosmetik, Plastic Neutral Product, das heißt kein Mikroplastik ist damit drin. Reichhaltige Pflege für trockene Haut mit Bio-Gänseblume, Bio-Haferextrakt und Bio-Sonnenblumenöl. Und das ist halt eine Creme, die du halt für alles verwenden kannst. Ne? Du kannst die als Body Cream verwenden, du kannst sie als Gesichtscreme, als Handcreme, als Fußcreme, als Komplettcreme. Für ganz Faule auch sehr, sehr praktisch verwenden. Und ja, das finde ich auch echt cool. Und ich denke, dass das ein Produkt ist, was ich in den Adventskalender packen werde, den ich packe. Also von daher werde ich sie jetzt nicht öffnen. Ich lasse es auch genauso zu. Ja, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, weil das halt so ein Herzensprodukt ist. Und ich verschenke auch gerne so herzliche Sachen. Gut, ja, Labarababa. Kommen wir zum nächsten. Und zwar von Palmolive. Meine Herren, diese Maisflocken, ne? Was ja Plastik ist, eigentlich recycelt, aber gut, nervt. Palmolive, reinigende Tonerde-Creme-Dusche, das hatte ich tatsächlich in der rosa Variante mit Rose war das dann auch, glaube ich, und fand das richtig geil. Ich glaube, dass das hier auch richtig geil ist. Sanftes Peeling für zarte Haut, also du hast da Aloe Vera mit dabei und gleichzeitig peelt es die Haut halt auch noch. Boah, das möchte ich riechen. Das riecht richtig sauber. Das riecht richtig, als würdest du dich draußen in der Natur irgendwo auf einer Wiese stellen, jetzt nicht nach Gras, danach riecht das nicht, aber nach so Pflanzen halt. Das ist halt den Aloe Vera Duft, den riechst du da richtig krass raus, also richtig geil. Und oh, das stelle ich mir auch einfach pflegend vor. Du hast wenig Duschen oder Pflegeduschen, Cremeduschen, die dich dann auch wirklich pflegen, die deine Haut pflegen. Aber bei der kann ich mir das extrem gut vorstellen, denn die riecht so, als würde sie das tun. Ja, und das letzte ist eine Bambuszahnbürste von der Marke Outdoor. Hey, mal keine Humble Brush, das ist auch mal was Außergewöhnliches. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Erde. Dementsprechend ist es eine ganz gute Geschichte. Ich persönlich verwende meine elektrische Zahnbürste tatsächlich und keine Handzahnbürsten und das schon seit Ewigkeiten. Ich mag einfach keine Handzahnbürsten und das ist halt auch noch dann aus Bambus. Da muss man das Gefühl von Holz im Mund auch einfach irgendwie akzeptieren können. Ich habe schon mal eine Humble Brush benutzt. Wie nennt man das? Getestet? war nicht so mein Fall. Also so Bambuszahnbürsten. Genau, das heißt, das wird dann auch nicht bei mir bleiben. Aber ich kenne jemanden, die sich da immer sehr drüber freut. Dementsprechend kann sie sich dann auch demnächst drüber freuen. Ich versorge sie nämlich immer mit Zahnbürsten. Und das ist meine Zahnfee tatsächlich, die liebe Sandra. Und ja, Sandra, freu dich. So, das war jetzt auch schon die vierte Box. Ich blende hier auch mal den Gesamtwert ein. Wird dann auch wieder so um die 20 Euro sein. Ich finde es ganz cool, dass du auch in den Boxen tatsächlich dekorative Kosmetik mit drin hast. Ne? So, jetzt suche ich mal eben kurz die Produkte zusammen, die du in diesem Video gewinnen kannst. Da nehme ich doch mal aus der Waterbox einmal die Hydro Serum Aqua Body Lotion und den blauen Nagellack. Dann aus der Airbox das Volumen Forming Spray von Nivea. Aus der Firebox den Lidschatten Liquid Metal von Catrice. Aus der Erdenbox von Palmolive die reinigende Tonerde-Cremedusche. Gönn dir. Und den Catrice Bouncy Bronzer. Genau. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach vorbei. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!